Charlie, mach dich nicht lächerlich. Für $2 mache ich das gern. Hey, Charlie. Na, perfekt. Wir gehen in dasselbe Kino. Was für ein schöner Zufall. Ja, wirklich. Kein Zufall kann schöner sein. Angie, meine Mutter Evelyn. Mom, das ist Angie. Freut mich, Evelyn. Ich habe viel von Ihnen gehört. Ach, jede Geschichte hat ihre zwei Seiten. Und Charlie vergisst ziemlich viel. Sie wissen schon. Bei deiner Erziehung, da blieb mir doch nur. Oder? Charlie, du bist zu sensibel. Und sein Bruder noch so eine Mimose. Okay, Mom. Immer wieder nett, dich zu treffen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal von der Dampfwalze. Viel Spaß bei deinem Film. Mach's gut. Hey, Charlie. Oh, schön. Eine Fortsetzung. Wir treffen uns drin. Ja? Sieh dich vor. Die Frau ist ein Puma. Ein was? Eine ältere Frau, die jüngere Männer mag. Hier geht's um was völlig anderes. Genau. Sie schätzt dich für deinen Intellekt. Und ich liebe dich wegen deiner Wärme. War wieder ein nettes Duell, Mom. Womit habe ich das jetzt wieder verdient? Ah, deine Schlüssel, Evelyn. Danke, Justin. Und? In welchen Film wollen wir gehen? Oh, triff du die Wahl. Du sitzt ja mit dem Gesicht zur Leinwand. Okay, X ist gleich minus 4. Toll! Ha, richtig, siehst du, du kannst doch rechnen. Also, zum Test gehört ja der Rechenweg. Wo ist denn der Rechenweg? Da ist kein Rechenweg. Warum ist da kein Rechenweg? Weil ich keinen brauchte. Ich habe die Zahlen plötzlich alle vor mir gesehen. Wirklich? Ja, es ist verrückt. Und es ergibt alles einen perfekten Sinn, als würden sich die Gleichungen vor meinen Augen von alleine lösen. Oh mein Gott, ich habe von sowas zwar schon gelesen, aber mein eigener Sohn. Nein, ich habe dich angeschmiert. Die Lösungen sind nämlich hinten im Buch. Gute Nacht. Du hättest dich sehen sollen, als du dachtest, ich wäre klug. Muss ich jetzt ins Bett gehen? Dad? Ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe... Damit bestrafst du dich nur selbst. Lass es los. Du hast leicht reden. Immerhin saß deine Mutter nicht 4 Reihen hinter dir und hat mit einem Pfadfinder rumgeknutscht. Hey, wann seid ihr denn reingekommen? Wie war denn Schwingen der Liebe? Oh, der war fantastisch. Oh, ich wusste, dass dir der Film gefällt. Das war der Kameramann von Bittersüße Schokolade. Ja, schön. Willst du einen Schluck Wein? Ja, mit Vergnügen. Ja, nimm das und kauf dir eine Flasche. Vielen Dank, aber ich kann jetzt nicht weg. Ich habe meinen kleinen Jungen ins Bett gebracht. Du hast einen kleinen Jungen? Vorsicht, Jake wird ihn auffressen. Wie ist es für dich, Vater zu sein? Ah, es ist eine wundervolle, dankbare Aufgabe und mehr als eine kleine Herausforderung. Ja. Jake ist ein Rohdiamant. Jake ist eine gefräßige...